Black Mesa. So, meine Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen lag. Ihr kennt ja bestimmt alle Half-Life. Das hier ist eine Fan-Modifikation, welche von Half-Life 1 quasi, welche die Story und die Umgebung und das ganze Spiel von Half-Life 1 eben aufwertet. Ach, von 1, nicht von 2. Und dem ganzen neue Spielgefühl verleiht, aber immer noch an den alten Werten der Spiele festhält. Welche da sind, das werde ich euch mal sagen dann zwischendurch. Also das Spiel fängt ja an, indem wir hier in diesem kleinen, in der kleinen Bahn sind. With an estimated high of und uns als Wissenschaftler Dr. Freeman, wohl bekannt, zu unserem Arbeitsplatz begeben. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. Moment, ich glaube, ich muss noch ein bisschen die Musik lauter machen. Ah, hier kommen dann die Ladezeiten immer leider dazwischen. Aber genauso war das auch damals in dem ersten Half-Life. Da fuhr man auch mit so einer Bahn. Natürlich jetzt grafisch lange nicht so gut, mit schlechten Texturen. Aber das Spiel war damals halt der absolute Bringer. Naja. Leider kann man hier in dieser Bahn jetzt nicht so das meiste tun. Also, wir können hier natürlich nur rumlaufen, rausgucken, die Wissenschaftler beobachten bei den Arbeiten. Doll, die Secure Sector Stations require external. Genau. This train is inbound from level 3 dormitories to Sector C test labs and control facilities. If your intended destination is a high security area beyond Sector C, you will need to return to the central transit. Ich habe mich wirklich furchtbar gefreut auf dieses Spiel, auf diese Modifikation. Wir sehen hier eine riesige, riesigen, ja, riesige Rakete oder irgendwas. You must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. So, Leute. Das Ganze ist natürlich viel, viel besser als das erste Half-Life. Da könnt ihr euch sicher sein. Achso, hier geht es, glaube ich, nach unten jetzt. Das ist aber sehr schön, ne? Man sieht einfach so mal nach unten gegessen. Oh, schön. Cool. Also hier Dr. Freeman, der wir sind, arbeitet an ihm so einem ganz, ganz geheimen Forschungskomplex, genannt Black Mesa, eben wie der Titel des Spiels. Und das ist ein riesiger Komplex irgendwo in der Nevada-Wüste. Ist wahrscheinlich nicht in Area 51, aber wohl so was in der Art. Weil hier gehen ganz, ganz seltsame Experimente vor sich. Sogar Behindertenplätze gibt es hier. Wow. In the event of an emergency, noch was? Diese Rohre ist ja wie in der Straßenbahn. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Hubschrauber. Please stay away from electrified rails. Ja, leider können wir hier nicht besonders viel machen. Until assistance arrives. Nur beobachten, wie diese möchte gern Luft Straßenbahn hier entlang fährt. In event of fire, use hammer to break glass. Das ist klar. Vor allem auch, wenn ich da 30 Meter in Luft hängen, wie das machen und springen aus dem Fenster. Was steht da? Priority seat for people who are disabled. Disabled. Also disabled, ja, wahrscheinlich behindern. Pregnant, ja, schwanger. Oder nicht in der Lage zu stehen. Ja gut, aber das sind die Plätze ja auch gut genug. Ne? Also Dr. Freeman, glaube ich, fängt hier seinen ganz normalen Arbeitsalltag an. Es geht wohl darum, dass er bei einem Experiment mitmachen soll. Also,
Och, diese Ladebildschirme hier. Na, da werde ich leider noch mehr oder weniger oft mit zu kämpfen haben, weil die sind echt nervig. Gehen mir ziemlich auf den Geist. Aber können auch nicht schnell vorüber sein, das ist gut. Ich kann noch keine Taschenlampe anmachen. A reminder that the Black Mesa Person, Gordon Freeman, männlich 27 Jahre. Will commence this evening at 1900 hours in the Level 3 facility. Ausbildung, Physik-Doktor mit theoretischer Physik. Also ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet. Ich hoffe, ich habe wirklich durchgelesen. Theoretischer Doktor mit metaphysischer Physik. Position Forschungsassistent. Okay, das ist schon mal ein bisschen klarer. Das andere konnte ich nicht lesen. Arbeitsplatz, Labor für anomale Materie. Sieht mir schon echt gespenstisch aus, diese Experimente. Sicherheitsstufe Level 3. Do you have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team? Sogar eine S-Kurve in der Straßenbahn. Immediate openings are available in the areas of Verwaltungskontakt geheim. And da frag mich jetzt nicht, was damit gemeint ist, mein Scheiß. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with a background in the areas of noch ein bisschen die Musik lauter, ich finde die so cool und man hört irgendwie nichts. Ja, Audio, mein Gott. Ja, vielleicht reicht's ja auch. Of theoretical physics, biotechnology, or other high-tech disciplines. Ja, ich sag gerade wohl, ein Roboter. Ich glaube, der war auch im ersten Teil. Mit ungefähr 10.000 weniger Polygonen und Scheißtexturen. Sie sagt gerade, dass man in der Familie nachfragen soll, also ich, ob es hier noch, ob ich noch irgendjemanden kenne, der sich hier gut machen würde als Mitarbeiter. So wieder nach unten gehen, denn durch diesen Pseudo-Ventilator werden wir wohl nicht fahren. A reminder to all Black Mesa personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa research facility. U-Bahn plan, nur mit ein paar Stationen weniger. A scheduled your analysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Oh, da hat wohl jemand, glaube ich, ein kleines Problem, oder? Bei den zwei. Naja, da müsst ihr schon mit fertig werden, Jungs. Ich rufe nicht den Notruf. So, Sektor C. Weiter geht's. Ah, ich glaube, da sind wir schon angekommen. Sector C Test Labs and Control Facilities. Darf ich jetzt bitte raus? Ach, kommt der Trottel da. Das ist aber, glaube ich, nicht Barney wie in Half-Life 2. Noch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er auch hier gar nicht vor. Das weiß ich jetzt gar nicht. Wie gesagt, das ist halb blind, wie ich das jetzt spiele, dieses Spiel. Ich habe es zwar irgendwann mal angezockt am Anfang, wo es rauskam, dieses Black Mesa. Aber ich dachte mir, ich mache da lieber ein Let's Play von, weil ich... Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Yo, und du hältst mich noch auf. Bäh. Was ist denn da? Wieso ist hier alle so? Bäh. Der Boden auch nicht geht. Present your ID to Security Officer. Ja, sicher. Cool. Oh man, you cut the ponytail. Sell out. Das ist wahrscheinlich irgend so eine Quarantäneanlage oder irgendwas. Anomale Materie, Kapitel 1. Hier ist nochmal Dr. Cross. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but
We had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Genau, wir müssen unseren Schutzanzug finden, erstmal. Und du faule Seuche, geh arbeiten. So. Kann man hier noch was... What are you doing still running around up here? Ich guck mir einen schweren Ausnahmefehler an. Are you cool, less or equal, oder was auch immer auf dem Bluescreen steht. Man beachte, es ist 98. CRT-Monitor, falls jemand nicht mehr weiß, was das ist, hier diese dicken, fetten Teile. So, jetzt müssen wir hier Research, Development, Personal... Ja, versuche Steuerung Alt entfernen zu drücken. Ihr seid echt die besten Leute. Research, was gibt's hier noch? Dr. Freeman. Ja? Was ist? Kaffee trinken? Okay, nee, dann nicht. Research, okay, Facilities, Personal. Okay, dann gehe ich erstmal Personal, grün. Good morning, Dr. Freeman. Ja, ja. Moin. Nerv mich nicht. Hier natürlich überall labern die von irgendwelchen Kühllecken und also es läuft hier nicht alle so gut, wie man es sich wünschen würde. Morning, champ. Hello. Yee. Bah, was ist das denn da drin? Good heavens! What the hell? Aber ich wollte hier Mittagessen jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Naja. We will never hear the end of this. Yeah, you best make like an atom and split. Wieso denn? Was habe ich denn Schlimmes gemacht? Ich habe nur ekelhaftes Fertigfutter zerstört. Ciao. Du und dein Anzug seid komplett beschissen? Bitte? Das ist ja echt das Mobbing. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Ich wollte doch nicht aufs Klo. Ach ne, das ist kein Klo, das ist hier die Umkleide, genau. So, da haben wir unseren berühmten Anzug, den wir auch in Teil 1 im Original natürlich auch in Teil 2 getragen haben. Coole Musik. Hier könnte ich mich normalerweise aufladen. Kann ich leider nicht jetzt. So, dann müssen wir jetzt weiter zu unserem Experiment, glaube ich. Hier sind unsere Freunde, die wir uns hassen. Ich meine, unsere Mobbing. Ich muss mich ja irgendwo hier melden. Hier sind die alle echt furchtbar fleißig, echt, also so fleißige Bienen, nee, das gibt's doch gar nicht. Hier haben wir das periodische System, die Elemente. Ich habe davon genau null Ahnung. Und hier sind irgendwelche Matheformeln, von denen ich noch weniger Ahnung habe. Weil ich meine absolute Null. No, du kannst dir deinen Kaffee selber besorgen, Junge. Komm hier nicht dein Laufbursche. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ob ich jetzt hier hin muss oder erstmal woanders hin? Go right on through, sir. Na gut, sehr gut. Dann bin ich halt richtig gegangen. Ah, haben wir schon eine Taschenlampe. Office Safety. Leute. So ein Scheiß. Nochmal schöne Bildchen. Aha. Hallo? Na gut. Ja, das ist ein bisschen offen. Also ich würde mir wünschen, die Fahrstuhltür wieder zu. Oh, Ladedaten. Ja, leider. Die Source Engine. Die Source Engine ist berühmt dafür, dass man mitten
mittendrin im Spielgeschehen anhalten wird und es lädt. Was mich schon sowieso zu Weißglut bringt. Scheiß. Did you catch that last fluctuation? Ja, ja. It's nothing to worry. Steht da Samsung? Samseng. Da meinte ich. Okay. Naja. Excuse me, Gordon, but I'm rather busy. Ja, ich bin auch beschäftigt. Lass mich in Ruhe, Junge. Das ist auch mal ein fetter Laser, was? Damit könnte man bestimmt einen Schweinebraten schneiden. From optical feedback. Noch was? Was ist das für ein Gerät? Könnte ja fast als Replikator durchgehen. Von Star Trek. What's up, Doc? Nix. Ready for another rousing day, Freeman? Ja, ja, bereit für einen schwungvollen Tag. I'm rather busy now. Ja, ja. Gordon? Was ist? Ah, Gordon! There you are! Nice of you to finally join us, Doctor. We've just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Das ist, glaube ich, der berühmte Professor aus Half-Life 2 auch. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. Right. Come on then, I'll walk you down. Tja, und da dort müssen wir dann unsere Arbeit erledigen. Eli has been busy making last minute preparations for the new experiment. I'm rather looking forward to this analysis. Greetings, Eli. Morning, Izzy. I trust this morning finds you well. Gordon. Good morning. Sieht mich echt nicht. I'm glad you're here. Sieht aus wie eine alte prähistorische Glühbirne. They're a bit strange to just... Oh! It's about to go critical. Ach, natürlich. What in the blazes is going on with our equipment? It was never meant to do this in the first place. Nee, das ist klar, das hätte niemals passieren können, It's ne? nothing we can't handle ourselves, Eli. Run along, Gordon. We'll be but a moment. Ja, wohin soll ich denn laufen jetzt? Mit meinem Kopf gegen die... diese Dinger da, oder was? Aha. Wenigstens in dieser Fahrstuhl... ja, der dreht sich auch noch. Na gut. Geht ja nicht weit. By Becquerel's ghost! Was ist das denn? Er sieht aus wie Uranstäbe in Atomkraftwerk. Oh. Can you access the mail server? Nee. Oh, there you are. Everybody's been looking for you, hombre. Boah, wie viel man hier durchgehen muss. Here he is. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Und zwar sind es gibt hier, die haben hier Proben gesammelt von Meteoriten, die außerirdisches, die von seltsamen Meteoriten, die außerirdisches Material enthalten quasi, enthielten oder nicht bekannt ist. I just don't Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Blende ich euch mit einer Taschenlampe professionell. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. Die beide da reinglubschen muss, da, in diese Geräte. Hallo? So. Gut. Und wie es nun weitergeht, und was hier nun passiert mit diesem außerirdischen Material, was da diesem Test unterzogen wird, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge.
Ich warte darauf, dass ich das Video... genau, ich genieße nur den Moment. Und ich will nur, dass das Video ihm beendet wird. So, ich speichere mal ab. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!